verhindern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. Herr junger Mann, darf ich Sie mal fragen, gehören Sie jetzt dazu oder? Nein. Nein, dann verlassen Sie bitte die Absperrung, ja? Wir stehen hier auf der Straße, machen Sie mal bitte ein bisschen weg hier. Sie stehen auch auf der Straße. Wir wollen von der Straße runter. Ja. Was ist jetzt hier die Straftat daran? Darf ich mal fragen? Na, ich habe einen Platzverweis gekriegt und ich habe offensichtlich nicht richtig hingehört. Und ich darf nicht das Schild hochhalten. Ich habe ihn gefragt, weil das eine politische Meinung ist. Und ja. Das ist eine politische Meinung? Eine politische Äußerung. Und ich habe gesagt, das ist doch nur eine Meinung. Was ist, wenn es auf meinem T-Shirt steht? Müsste ich mich dann nackig ausziehen? Und er hat gesagt, nein. Und ich soll jetzt aber gehen. Ich glaube, dann baut er mir eine Wasser.